Guten Morgen. Ich habe jetzt gleich mal gecheatet und herausgefunden, wie ich das hier bauen muss. Ich hoffe, ich mache es gerade richtig. Ah, genau. Und zwar brauchen wir hier so einen Behälter und Holz. Genau, das ist so eine so ein Baugerüst, was man bauen kann. Die zwei Sachen brauchen wir. Dann ich baue es gleich im Gewächshaus hin, gell? Ja. Das erste zum Testen. Warte nochmal. So. Das Ding. Genau. Wir haben es platziert und dann mit diesem Behälter rechtsklick drauf. Dann wird das dieses Baugerüst sozusagen überschrieben. Mit so einem Teil hier. Das befüllen wir. Und mit Wasserzellen, glaube ich, auch noch, oder? Achso, ne. Ein Augenblick. Ich muss kurz spicken. Da habe ich Diamonds gefunden und genau drüber ist Lava. Ja doch, Wasserzellen. Ist unfair. Warum hat denn das jetzt so viel Weed geschluckt? Na egal, auf jeden Fall haben wir jetzt, das ist jetzt so ein Fass mit Rum, beziehungsweise mit Zuckerrohr, also entsteht daraus Rum. Das dauert, ich glaube es war egal, glaube ich, gell? Ja, du könntest halt so ein Ding so ne doch, desto länger er steht, desto mehr Eigenschaften kriegt er oder irgendwie so war das. Ja, das schon, aber Rum wird es, glaube ich, gleich von Anfang an. Man kann da so ein Zapfhahn dann, glaube ich, nehmen, war das. Und sobald man mit dem rechts klickt, kriegt man. War das Zapfhahn? Ich muss nochmal nachschauen. Ja, doch, doch, das war schon ein Zapfhahn. Oder ein Krug oder so. Genau, ein Zapfhahn und ein Krug im Inventar oder irgendwie so. Oder nein, Zapfhahn macht man rein, genau. Und dann rechts klickt man mit dem Krug und dann wird er aufgefüllt. Sobald man aber den Zapfhahn reinmacht, fermentiert das Ding nicht mehr weiter. Also er wird nicht mehr stärker darum. Also umso länger ihr ihn einfach stehen lässt, ohne was dran zu machen, umso besser wird er. Und man kann Bier machen. Das ist aus Hopfen. Das muss man auch mit diesem Crossbreeding da sich züchten. Oder aus Weed. Oh, ich hoffe, ich habe gerade keine Scheiße verzapft. Und Bier und Rum haben verschiedene Eigenschaften. Man kann auch, glaube ich, noch irgendwas machen. Ich habe schon 12 Diamonds. GZ. Das weiß ich jetzt aber gar nicht, muss ich gestehen. Aber Bier und Rum auf jeden Fall. Und die haben verschiedene Eigenschaften. Also die können auch einem Speed geben, dass man schneller laufen kann. So ein Übelkeitseffekt gibt's auch, dass man die ganze Zeit voll benebelt in der Gegend rumeiert. Und warum breitet sich hier Unkraut gerade aus? Kann doch nicht sein. Ja. Du achtest zu wenig auf die Pflanzen, Adam. Ich habe es ja gerade gesehen. Meinen Babys geht's nicht gut. Biologischer Anbau und so. Ne? Biologisch. Se? Pure Chemiekeule hier. Weedex draufsprühen. Und das willst du später trinken. Oh oh. Was ist los? Okay, die Pumpe ist doch zu langsam. Da müssen wir noch mehr rein. Es staut sich hier ein bisschen. Aber jetzt läuft sie doch auf Max. Das müsste doch ausreichen. Ich buddel mich durch den Nether. Buddel mich durch den Nether. Lalalalalalalala. Gott, mir ist schon echt langweilig hier unten. Aber wir sind Gott sei Dank durch Teamspeak verbunden. Und müssen nicht einfach so im Chat schreiben. Wo ist der Chat? Unsere Namen sind beide gleich lang, gell? Ich weiß. Warum gehen hier gerade die Items verloren? Welche Items? Meine Cobblestones.
Eh nicht verloren. Doch. Okay, ich bin bei 18 Diamonds. Langsam wird's. Hey. Uiuiui. Oh, da sind nochmal Diamonds. Perfekt. Schön. Warum klappt das gerade nicht? Das hat doch so schön funktioniert. Stück, Adam. Wir werden reich. Wir werden reich. So, wir warten nochmal, bis es voll ist. Hä? Pfui. Was ist los? Wo wandern die hin? No, 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 no. Hab ich schon gesagt, dass ich die explodierenden Ohrs hasse? Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Könnte ich mal wieder Diamonds finden? Ist schon so lange her. Irgendwas klappt hier nicht, Marco. Das klappt schon wieder nicht. Die Cobblestones werden, sobald die Kiste voll ist, schießt die Pipe die Cobblestones ins Nichts oder so. Verschwinden einfach. Welche Kiste ist denn bitte voll? Die sind alle leer. Nein, ich habe doch alles schon umgebaut hier. Die Cobblestone-Kiste zum Pumpen. Ja, dann sollen sie halt ins Leere verschwinden, ist doch wurscht. Ja, aber es darf nicht sein. Das heißt ja, dass auch wenn die Query-Kiste voll ist, wird der Rest irgendwie ins Nichts geschossen. Hä? Woran liegt denn das? Ich check das gerade nicht. Ja, dann bau halt eine Iron Pipe vor das Ding. Ja, hab ich ja mit dem Trick. Nur irgendwie verschwindet es einfach in der Iron Pipe. Ja, oder es ist nur der Anzeigefehler. Nee, es und kommt. Und du baust nicht. Jetzt die Pipe ab und dann ploppt auf einmal 100.000 Cobblestone raus. Hm, was ist denn das für ein Scheiß? Hoppa! Hoppa! Explosionen! Man muss einfach irgendwie schneller farmen können im Nether. So langsam. Alles explodiert um mich rum. Einfach keine Power, diese Pickaxe. Okay, das ist echt ein Problem gerade. Das ging doch sonst immer so schön. Größer. Einfache Lösung. Ja, nein, das ganze System ist ja dann für den Arsch. Wenn das nicht mehr klappt. Mach die Kisten einfach größer. Hä? Ja. Check's nicht, um was es geht. Größere mein ganzes Kisten System heißt. Baut doch darauf, dass, wenn die Kiste voll ist, das Zeug zurückgeht automatisch. Und das passiert eben nicht, die verschwinden einfach. Ja, wie gesagt, hast du nachgeschaut, hast du eine Kiste rangebaut und geschaut, ob die nicht da doch irgendwann landen? Ach, komm hoch, wenn du es sehen willst. Scheiße, scheiße, scheiße. Buddel mich ja schon hoch.
ging doch so gut. Ich raff's nicht. So, jetzt brauchen wir unser Simulations-Dirt. Simulations-Dirt. Hä, da klappt's? Was ist denn da kaputt? Sag doch, es ist ein Anzeigefehler. Nein, es ist kein Anzeigefehler. Sie verschwinden einfach bei der Alchemie-Chest. Warum auch immer. Haben wir noch irgendwo Dirt? Bestimmt. Da. Hier haben wir mehr Dirt wie im SMP. Da brauchen wir es fürs Gas, aber da will keiner fahren. Ich habe so das Gefühl, dass hier ein Item irgendein anderes sein muss. Nee, doch nicht. Einfach ins Nichts. Na egal, ich lege mich nochmal schlafen. Alles klar. Gute Nacht. Bald bin ich bei dir.